frisch zurück aus dem Xbox-Booth, beziehungsweise ich habe Forza 4 angespielt. Und eigentlich sage ich das, glaube ich, jedes Jahr, aber wenn ich sagen würde, man kann es nicht besser machen, dann kommt leider doch wieder ein neues Forza, leider in Anführungsstrichen. Forza 4, nicht überraschend, ich durfte die gleiche E3-Demo spielen, also quasi wie die E3, wie auf der E3. Es ging also darum, dass man alle vier Jahreszeiten kennenlernt und dann quasi wechselhaft in die, in die verschiedenen Jahreszeiten springt. Gameplay-technisch würde ich direkt sagen, wer Forza 3 gespielt hat, wird sofort mit Forza 4 klarkommen. Es fühlt sich an, als würde man nahtlos ineinander gehen. Neu ist nur so ein bisschen hinzugekommen, dass die Wetter, dass das Wetter größeren Einfluss auf die Fahrphysik hat. Unter anderem auch bei Pfützen wird man stärker abgebremst, man sieht stärkere Regentropfen. Winter merkt man auch noch stärker als bei Forza 3, wobei das auch schon echt gut umgesetzt wurde. Grafisch natürlich noch eine Nummer zugelegt, muss man echt fairerweise sagen. In 4K und HDR sieht es halt perfekt aus. Also ich wüsste nicht, wie man es dieses Jahr überhaupt besser machen kann für diese aktuelle Generation. Es ist ein Titel, den man als Forza-Fan blind kaufen kann, und wenn jemand als jemand auf dem Racer steht, der nicht unbedingt so super realistisch ist, sondern so ein bisschen Arcade angehaucht ist, kann man blind zuschlagen. Ich denke, wir müssen gucken, wie das mit den Wetter wechseln wird, weil die Jungs von Turn 10 und Playground Studios haben ja gesagt, dass jede Woche ein anderes Wetter dargestellt werden wird. Das heißt also, man spielt das Spiel halt mit dem Wetter, was in dieser Woche ist, und ich bin gespannt, wie der Wechsel wird von einer Jahreszeit, also wann der stattfindet, ob man das während des Games merkt oder sich morgens einfach einloggt, das wollte man noch nicht ganz verraten. Und das wird sehr, sehr spannend werden. Zum Release, auch nicht mehr in so alter, in weiter Ferne, dazu gab es ja schon bereits ein Special. Freue ich mich riesig auf den Titel und ich kann ihn nur empfehlen.